Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Landesregierung, wir haben hier ein Omnibusgesetz vor uns. Ein Gesetz, wo der Landeshauptmann Kompatscher und diese Landesregierung eigentlich versprochen haben, dass solche Omnibusse nicht zur Regelmäßigkeit werden und nicht ganz zum Standard für unsere normalen Landtagsjahre werden. Mittlerweile ist es anders. Wir haben immer wieder solche Omnibusse, wo ein Sammelsurium an verschiedenen Gesetzen bzw. Maßnahmen daherkommt. Und wir sehen es heute bei der Generaldebatte. Wir sprechen nicht über die Änderungen im Handel bei den Lehrpersonen oder bei den Wasserkonzessionen, sondern wir sprechen immer über diesen Artikel 8, über den sogenannten Bettenstopp. Und da sieht man, dass es ungut ist, solche Omnibusgesetze hier zu bringen, aber vor allem für so etwas Wichtiges wie ein Landestourismusentwicklungskonzept und einen Bettenstopp, hier müsste es ein eigenes Gesetz geben. Das nur eingangs mit dem Appell erneut an die Landesregierung, bitte haltet euch an eure eigenen Ansprüche und Versprechen, die ihr gestellt habt. Werte Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen hat eine Diskussion in diesem Land stattgefunden, hier im Landtag, aber auch außerhalb, die mich einfach wieder politisch in meiner Arbeit auch deprimiert hat, weil man einfach sieht, es geht nur um Oberflächlichkeit, es geht nur um das politische Theater oder um die politische Show und nicht um den eigentlichen Inhalt des Tourismusentwicklungskonzeptes. Na, da können die Grünen jetzt durchaus lachen. Ich werde euch auch erklären, warum. Ich werde euch auch erklären, warum. Wir sprechen von einem Bettenstopp als Teil eines Landestourismusentwicklungskonzeptes, das Teil des Raumordnungsgesetzes ist. Das heißt, in der Raumordnung der planerische Zugang, das heißt die Dimensionierung, der Flächenverbrauch, der Ressourcenverbrauch, den wir in diesem Land haben, das sollte das zentrale Element sein, wo wir unseren Tourismus in den nächsten 20 Jahren hinentwickeln möchten. Und wir können, und da ist der Bettenstopp ein Teil davon, der aber nie losgelöst betrachtet werden darf von der Dimensionierung und vom Ressourcenverbrauch. Und das ist es, was ich seit Beginn dieser Debatte immer wieder wiederhole. Und da haben wir die Zielsetzungen und Leitlinien, die die Landesregierung uns zur Verfügung gestellt hat, wo sie eigentlich genau das drinnen, Landesrat Schuler, da hast du genau das drinnen, was ich dauernd sage. Die Zusammenführung der unterschiedlichen Interessen, eine nachhaltige Raumordnungspolitik innerhalb des Tourismus in Südtirol. Notwendig dafür ist eine gute Datenbasis, also zuerst die Daten einholen, sowie die Entwicklung von innovativen und messbaren Indikatoren. Zentrales Ziel ist die Generierung der Wertschöpfung sowie deren Verteilungseffizienz, um breiten Gesellschaftsschichten hier auch teilhaben zu lassen an diesem Tourismus. Schonender Ressourceneinsatz mit besonderem Fokus auf den Landschafts- bzw. Flächenverbrauch. Von all dem ist in diesem Konzept und in diesem Gesetz, das hier heute im Artikel 8 behandelt wird, gar nichts drinnen. Da ist nur die Zahl der Bettenstopp drinnen. Und bevor wir überhaupt die Daten haben, denn das wissen wir alle in diesem Land, und Landesrat Schuler, du hast ja auch öffentlich gesagt und auch uns im Ausschuss, man weiß zurzeit nicht genau, wie viel maximale Betten wir haben, auch Beistellbetten, also inklusive aller Kapazitäten, die wir haben. Du hast da auch gesagt, es wird Betriebe geben, die hier 50 bis 60 Betten nachmelden werden. Also das muss man schon zuerst einmal herausfinden. Und dazu hättet ihr auch Zeit gehabt, das Gesetz gibt es seit 2018, es war zuerst in den Fachplänen drinnen und wenn man jetzt hergeht im Sommer im Omnibus, das so hineinpacken muss, als gäbe es kein Morgen mehr, dann hättet ihr das vorher auch schon machen können. Und nicht den Ball jetzt herspielen, und mich wundert es schon, dass in der öffentlichen Debatte findet es ja nur mehr statt, HGV gegen Baumb. Und das ist so die verkürzte Darstellung, die das wirklich nicht trifft, die den Inhalt nicht trifft.
aber die für die Medien und für einige Oppositionsparteien anscheinend recht angenehm zu spielen ist. Und bis zum Schluss ist es auch für die Landesregierung recht angenehm, nur über das zu reden, weil das deckt zu über die Versäumnisse und über die ganzen anderen Sachen, die man nicht gemacht hat. Wo wir nicht darüber reden, wie groß soll morgen eine Wellnessanlage in Südtirol sein. Oder wenn ein Chalet mit zwei Betten und doppelstöckig, ob das Teil eines ressourcenschonenden Tourismusentwicklungskonzeptes ist oder nicht. Darüber wird gar nicht gesprochen. Das ist egal. Hauptsache, wir hören den Begriff Bettenstopp, dann sind wir glücklich. Dann haben wir was Gutes gemacht. Na Moment einmal. Bettenstopp macht natürlich Sinn, wenn er auf Daten basiert und wenn wir wissen, wohin wir auch dimensionieren. Denn da von der Dimensionierung und vom Ressourcenverbrauch ist hier nichts dabei. Und alles an, und das wäre seriös, wenn wir wirklich uns auch, und du lässt dich loben und du sagst, so ein Bettenstopp ist einzigartig im Alpenraum. Es gibt Gegenden, die ganz klar dimensionieren, die ganz klar sagen, ich kann nicht einfach weiterbauen. Woher kommen denn wir? Schauen wir uns die letzten 20 oder 30 Jahre an. Früher hat es in Südtirol einmal einen Haufenhof gegeben, wo jetzt Korn, Speicherle, ein kleines Häusl war. Heute haben wir Haufen Hotels, weil in jedem Jahr dazu gebaut wird, während ein Privater oft beim Wintergarten schon Probleme hat. Und um diesen Wildwuchs auszubauen, beziehungsweise auszuräumen, müssten wir diese Dimensionierung hineinbringen zum Bettenstopp dazu. Das sind die Versäumnisse, von denen wir gewarnt haben. Auch wundere ich mich einfach, wenn wir sagen, und ich glaube, da herrscht doch eine große Einigkeit hier in der Aula auch, dass die familiengeführten Betriebe, und ich glaube, wir brauchen alle Betriebe, egal ob das das hochsegmentierte Hotel ist oder ob wir auch einen Privatzimmervermieter oder eben Urlaub auf dem Bauernhof, all diese Spielarten des Tourismus werden wir brauchen, doch wir müssen sie alle dimensionieren, das heißt mit einem bestimmte Maß halten. Und über dieses Maß halten müssen wir diskutieren und das ist inhaltlich wahrscheinlich ausführlicher und auch anstrengender, als nur über einen Bettenstopp zu diskutieren, der de facto ja auch gar kein großartiger Bettenstopp ist, Landesrat Schuler, wenn du sagst, der Peak von 2019, der höchste Wert hergenommen, die Zimmer unter den 14, also bis zu 14 Jahren, die zählen wir nicht, da machen wir die Augen zu, als ob die in keinem Bett schlafen würden, als ob die keine Ressourcen verbrauchen würden, als ob es die nicht geben würde. Also die sind sowieso draußen, plus geben wir einmal, bis wir überhaupt die Zahlen erhoben haben, geben wir 8.000 Betten Vorschuss, 7.000, die Gemeinden verteilen, 1.000, die Landesregierung verteilen kann. Und dann kommt noch dazu, dass wir bei dieser Erhebung nicht einmal wahrscheinlich hingehen und wirklich vor Ort die reale Situation erheben werden, sondern dass hier jeder selber die Meldung machen wird. Zumindest hast du das in verschiedenen Interviews so durchblicken lassen, dass wir keine Erhebung machen werden. Das heißt, was ist in den vergangenen Jahren ja vielfach auch passiert? Die Bruttogeschlossflächen, die genehmigten, die wurden auch von Seiten der Gemeinden nicht kontrolliert. Dort, wo Mitarbeiterzimmer drin sind, wurde ja auch nicht teilweise nicht kontrolliert. Es wird Gemeinden geben, wo es besser ist. Ich habe jetzt zwei Fälle, wo Hotels offen haben ohne Benutzungsgenehmigung. Die Gemeinde weiß es, der Hotelier zahlt halt 2.000 Euro Strafe am Tag, macht nichts, weil Hauptsache ich habe die Bude offen. Also es fehlt hier an den Kontrollen und nicht am Konzept oder an den Entwicklungen. Und da fehlt es schon lange. Und da habt auch immer ihr regiert, das waren nicht andere. Und auch diese Bettenobergrenze funktioniert nur, wenn wir eine bestimmte Kontrolle drinnen haben. Aber die Diskussion ist, wie gesagt, weiterzuführen. Das Schubladendenken, und das tut mir so leid, dass es eben in der Außenwirkung immer nur reduziert wurde auf Bauern und HGV, ohne die ganzen anderen Ressourcen, ob das Mobilität betrifft, ob das Wasserverbrauch betrifft, ob das Kubaturen betrifft, ob das die Dimensionierung, Ästhetik, Einbettung in die Landschaft betrifft, das alles fällt raus. Wir reden nur über die Bauern, auch dank des Kollegen de los Barba und seines Minderheitenberichts, der sagt, in der zweiten Gesetzgebung die Bauern, als ob es in der dritten Gesetzgebung, als ob es da heißt, ja und die Volksschullehrer in der dritten und die, was weiß ich, die Juristen in der ersten und die Studienabbrecher in der vierten hätten irgendeinen Zusammenschluss und sich für irgendwelche Themen stark gemacht. Also wo sind wir denn? Normal sind Ausschüsse
demokratisch und da wird abgestimmt und wenn es dort Mehrheiten gibt, die nicht den Grünen passen, dann ist es auf einmal, dann haben wir ein Problem. Ansonsten ist das, wird es Demokratie genannt, außer wenn es nicht dem eigenen Sinn nachkommt. Und Kollege de los Barba, ich habe dich, wir haben eine Sitzung gehabt, wir haben unterbrochen für die Minderheit und ich habe dich gefragt, soll ich abändern, soll ich auch noch über den Bettenstopp anders hineinformulieren, da war Kollege de los, na wer war alles dabei, unsere, wir halt alle in der Minderheit, wo du dann gesagt hast, nein, non farò niente che fa saltare Schula, hast du dann gesagt. Ja, also sind die Sachen, ja, aber dann sind die Sachen ja relativ klar, dann braucht man gar nicht, dann, um was geht's denn? Es geht um die Außenwirkung, die man flott darstellen kann, hier die für den Bettenstopp und hier die Gegend, weil fasst das viel zu kurz. Eine Landesregierung, die sich auf die Fahne schreibt, nachhaltig zu sein und die im Herbst 2,5 Millionen Euro rausknallen will für Nachhaltigkeitstage, die sollte eigentlich ein Landestourismusentwicklungskonzept präsentieren, das Kopf und Fuß hat, das seriös gemacht ist, das im Einvernehmen mit der Gesellschaft gemacht worden ist. Und Landesrat Schuler, du hast gesagt, bei keinem Gesetz wurde im Vorfeld so viel gesprochen und diskutiert, auch über spätere Durchführungsverordnungen wie bei diesen. Da muss ich dir schon sagen, im Jänner ist dieses Leitbild entstanden von euch in der Landesregierung. Mit dem zweiten Gesetzgebungsausschuss hast du erst gesprochen über dieses Thema, als du mitbekommen hast, dass die Artikel von der Landesrätin Deeg geflogen sind und es knapp werden könnte auch für deinen Artikel. Dann erst hast du den Weg gefunden, mit der zweiten Gesetzgebungskommission zu reden. Und die Diskussion innerhalb der Parteigremien der Südtiroler Volkspartei ist nicht die breite öffentliche Debatte, die wir bei so einem großen Konzept und bei so einem großen Schritt, wo wir als Gesellschaft, wo wir als Land unseren Tourismus hinentwickeln wollen, gehen möchten. Also hier hätten wir die Zeit gehabt und wir hätten sie auch noch, denn das, was ihr jetzt macht ist, oder machen wollt, ist eine Übergangsregelung, auch mit der Zeit, bis ihr gezählt habt, da schmeißt ihr ja die 8000 Betten auf den Tisch. In dieser Zeit könntet ihr auch die Gesellschaft einbinden und auch die Diskussion breiter führen und vor allen Dingen euch an eure eigenen Leitlinien halten, die ihr beim Landestourismusentwicklungskonzept, ich weiß nicht, wer das in deinem Amt verfasst hat, ein wunderbares Papier, genau das müsste es sein, was ins Gesetz gegossen wird, wo ich die Dimensionierung der einzelnen Betriebe und Kategorien habe. Und zuerst muss ich wissen, wie viele Betten in den jeweiligen Kategorien habe ich, wohin wollen wir und wie können wir hier gemeinsam einen Weg finden, der sowohl für die lokale Bevölkerung, für den Gast und vor allem für die Wertschöpfung unserer Familien drinnen ist. Dann das tolle Theaterle rund um den Urlaub auf dem Bauernhof, wo ihr auf einmal Grenzen einführt, unter 1,5 Hektar und über 6 Hektar. Das sind ja keine Daten, da gibt es ja weder eine Berechnung, warum 6 Hektar, du hättest auch 5,5 oder 7,2 sagen können. Das sind erfundene Daten. Es gibt hier keine Berechnungen, ob du Die einzige Größenordnung, die wir hier haben, ist die Mindestbetriebsgröße des geschlossenen Hofes, wo man heute rechnet, dass das ausreichend sein muss oder sollte für die Ernährung einer Familie. Aber dass sie einfach hergeht und irgendwelche Peaks zählt, das wäre so, wie wenn man ein Kindergeld nur bis zum 3. Stock kriegt. Wenn man im 4. Stock wohnt, hat man halt Pech gehabt. Also das sind so einfach Zahlen, die du dir hergenommen hast und bei diesen bleibst. Und der Witz ist, warum rege ich mich da auf, dass du das in das Gesetz hineinpackst? Nicht, weil es den Urlaub auf dem Bauernhof trifft. Es wäre genauso, wenn du hineingeschrieben hättest, die Garnis oder die 3-Sterne-Hotels oder die 4-Sterne-Hotels. Denn bevor gezählt ist, bevor man weiß, wie viele Betten da sind, bevor ihr die restlichen Dimensionierungen drinnen habt, eins wisst ihr, die eine Kategorie, der knallt mal eins von Latz. Das ist die Außenwirkung, die ihr damit gebt und da ist es ganz egal, welche Kategorie ihr darin anführt. Wichtig ist, dass ihr im Anschluss, wenn man ein richtiges Konzept bringt, die Dimensionierung hineinbringt, den Ressourcenverbrauch dazu bringt und dann kann man auch Kategorien limitieren beziehungsweise auch sagen, welche wollen wir fördern, wo wollen wir mehr, wem wollen wir es erleichtern und wem wollen wir es
erschweren, das ist auch ganz klar. Verbieten wird schwierig sein, solange man in einer Welt der freien Marktwirtschaft leben wird, verbieten ein bisschen schwierig werden, auch wenn wir uns die nationale Gesetzgebung anschauen. Aber zumindest, was wollen wir erleichtern, fördern und wo wollen wir einbremsen? Und deshalb auch Abänderungsanträge natürlich auch noch einmal von unserer Seite. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass diese Diskussion inhaltlicher Natur geführt worden wäre, anstatt nur um diesen einen Begriff des Bettenstopps, ohne alle anderen Kriterien außen vor zu lassen, so wie wir es in den letzten Wochen getan haben. Ich hoffe, Landesrat, dass es zumindest, was die Durchführungsverordnungen anbelangt, dass ihr hier noch einmal intern auch innerhalb der Landesregierung euch Gedanken macht, noch einmal einen Schritt zurück geht und wirklich diesen gemeinsamen und offenen Weg sucht. Denn unser Land hat sich einfach und auch unser Tourismus hat sich mehr verdient, als nur im Sommer im Omnibus einen Querschuss mit dem Bettenstopp machen.